Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Ihre beiden Kommentatoren sind Wolf Fuß und Frank Buschmann und ich glaube, das dürfte heute eine richtig interessante Begegnung werden. Malmö FF gegen Sporting. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. So werden die Gastgeber beginnen. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Peña. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Palinha. Pablo Sarabia. Vielversprechender Steilpass. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt Olsson. Sie lassen den Ball gut laufen. Toivonen. Kommt jetzt die Flanke rein? Da ist der Schuss. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Ecke kommt rein. Er wehrt die Ecke ab. Palinha. Platz auf außen. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Sie könnten jetzt flanken. Der Ball kommt. Gefährlich jetzt. Gute Aktion vom Torhüter. Sie machen diesen Ball nicht rein. Gerade eben in dieser Szene. Also, das ist nicht zu glauben. Toivonen. Gibt's jetzt die Torchance? Palinha. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Peña. Toivonen. Chance zur Flanke jetzt. Wichtige Aktion. Die Gäste haben hier die schlechteren Ballbesitzwerte, aber wir wissen natürlich, Ballbesitz ist nicht alles, sehen wir auch am Ergebnis. Du musst aus dem Ballbesitz, den du hast, einfach was machen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch? Jetzt vielleicht. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Lewicki. Peña. Toivonen.
Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Einwurf jetzt. Coates. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2:0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Er macht heute ein richtig gutes Spiel. Ihm gelingt heute fast alles, ist quasi nicht zu verteidigen. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Fedal. Das ist Coates. Gonzalo Inacio. Balinha. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Peña. Christiansen. Kiesetiller. Gonzalo Inacio. Coates. Jetzt ist Platz für den Konter. Langsam wird's gefährlich, schönes Dribbling. Das könnte die Gelegenheit geben. Super Volley, das war natürlich wirklich ein tolles Ding. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Jetzt holt's vor. Er hat Platz zum Flanken. Schön durchgesetzt. Kampf jetzt um den Ballbesitz. Pass wird abgefangen. Nielsen. Kiesetiller. Toivonen. Jetzt wird gefährliche Szene. Große Freude kommt da jetzt nicht auf. Ja, aber nachvollziehbar. Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Fedal. Pablo Sarabia ist das mit dem Ball. Jetzt haben sie den Ball wieder. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Christiansen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Balinha. Gonzalo Inacio. Pedro Porro. Sie haben den Ball. Die Chance für den Konter. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. So, klasse Pass. Abgeblockt, weiter gefährlich.
gefährlich. Ballverlust. Nur noch 4 Minuten in der regulären Spielzeit. Schönes Zuspiel hier. Sieht nicht ungefährlich aus. Pablo Sarabia. Ecke jetzt. Wir sehen den Wechsel. Die Ecke kommt. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Damit ist dieses Spiel hier heute beendet und der Sieg geht hier am Ende an die Gäste. Schöner Sieg, wichtiger Sieg, auch in dieser Höhe wirklich verdient, denn sie waren hier alles in allem die klar bessere Mannschaft. Das war heute eine überragende Vorstellung von Ihnen. Ganz toll, also überragend, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.